Ja, wir sind jetzt hier im Dungeon Heroes in Lübeck, wo wir mit dem Gruselkabinett zu Gast sind. Tatsächlich Gruselkabinett, nicht Grusellabyrinth. Dadurch, dass wir jetzt hier was anderes machen als so ein großes, abendfüllendes Theater, nennen wir das nicht Grusellabyrinth, sondern Gruselkabinett. Weil es wirklich eher ein Maze sein soll, auch wenn es tatsächlich interessanterweise trotzdem schauspielerische Elemente enthält. So ist es auch eher also das Erschrecken so richtig im Vordergrund. Und ja, deswegen haben wir halt gesagt, jetzt, wo uns sowieso immer alle Leute immer die ganzen Jahre Gruselkabinett genannt haben, aus Versehen vermute ich mal, ne, haben wir jetzt gesagt, wir nennen es jetzt einfach tatsächlich mal Gruselkabinett. Ja, wir machen das hier zusammen, der Basti und ich und natürlich drei Kooperationspartner, mit denen wir das in drei Städten machen. Das ist einmal die Wirbelkatze in Kiel, das ist die Goblinstadt in Hamburg und Dungeon Heroes hier in Lübeck. Und den Basti, den kennt ihr vielleicht alle auch schon als Wohnprinz, als YouTuber. Und seit 2018 sind wir quasi nicht nur zusammen, sondern auch zusammen aktiv im kreativen Bereich. Und jetzt seit diesem Jahr auch offiziell als die Montgomerys. So haben wir uns quasi als Künstlerduo genannt und deswegen heißt es auch Montgomerys Halloween Gruselkabinett. Also man muss sich das so vorstellen, dass man hier in so einen ganz düsteren Irrgarten eintaucht und dass man dort Gestalten begegnet, die einem ein bisschen durch die einzelnen Bereiche führen, aber nur so ganz phasenweise. Meistens muss man den Weg alleine finden und es gibt keine richtigen Aufgaben wie in einem Escape Game oder sowas, sondern es ist eher so, dass die Showstops sehr unterhaltsam sind und dass man interaktiv mit den Leuten an kurzen Szenen teilnimmt. Es gibt eine Story, die ist allerdings, wie sich das für ein Maze gehört, relativ simpel. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass es darauf hinausläuft, dass man irgendwann beim Henker landet. Und wir führen die Spannung dann auch noch so weit, was denn passiert, wenn man dann beim Henker landet. Aber das will ich nicht vorgreifen. Also wir sind ja in Locations, die man als Fantasy-Irrgarten bezeichnet. Das bedeutet, dass man halt so ein mittelalterliches Fantasy-Thema halt perfekt hier umsetzen kann. Und wir haben das ja im Gruselabyrinth in Bottrop vorher auch schon mit Meer gemacht, so ähnlich. Ne? Und hier ist es auch ein bisschen so in die Richtung vom Stil her. Und das gefällt mir persönlich sehr gut, weil es halt auch so was Märchenhaftes, Verspieltes hat. Und es kommt auch sehr gut an beim Publikum. Das ist schon krass. Also es war schon ja für uns eine große, große Reise, nach Bottrop zu gehen, von Kiel weg. Das waren ja die letzten 5 Jahre und davor haben wir ja schon 14 Jahre lang das in Kiel gemacht. Und jetzt wieder hier zu sein, wo uns auch die ganzen Fans wieder mit offenen Armen empfangen und auch tatsächlich hierher kommen und sich total freuen, dass wir wieder da sind und dass wir hier wieder was von uns erleben können. Das ist ein super tolles Gefühl und das bekräftigt uns auch so in dem Gedanken, dass es vielleicht doch ganz toll wäre, nicht nur als Halloween-Aktion, sondern vielleicht auch dauerhaft wieder irgendwas im Norden zu machen. Ist allerdings natürlich noch nicht entschieden. Aber wir sind total happy, wieder hier zu sein. Ja, also dieses Programm, was wir jetzt hier veranstalten, kann man noch bis zum 15. November erleben. Die Tickets gibt es nur im Online-Vorverkauf. Aufgrund der Corona-Situation gibt es sehr kleine Gruppen nur. In Hamburg aktuell sogar nur aus 2 Haushalten. Und die wiederum laufen in so großem Abstand, dass es auch wirklich Corona-sicher ist. Das heißt halt natürlich mit Mundschutz und allem drum und dran. Damit halt in der Abendkasse es nicht zu irgendwelchen Begegnungen kommt, die nicht Corona-konform sind, holt man sich die Tickets halt im Online-Vorverkauf. Hat den Nebeneffekt, dass man nicht lange warten muss, was natürlich auch toll ist. Die Idee dafür, dass wir überhaupt hier im Norden was machen, ist jetzt tatsächlich nicht durch Corona gekommen. Das könnte man jetzt fast meinen, weil irgendwie Corona so vom Süden irgendwie Richtung Norden gezogen ist und wir quasi davon weggelaufen wären, aber so war es jetzt nicht. Wir haben hier einfach privat den Norden besucht, ist ja auch unsere Heimat, und haben dann hier zum ersten Mal diese Location besichtigt und haben einfach gemerkt, dass es einfach perfekt geeignet ist, um hier ein Maze zu machen, und haben mit dem Thorsten, dem das Ganze hier gehört, relativ schnell eine Kooperation geschlossen. Und wir haben dann halt gesagt, okay, wir können das mit unserem Know-how relativ schnell auch in der kurzen Zeit noch umsetzen, weil das halt echt nur wenige Wochen her ist überhaupt. Und dann haben wir gesagt, lass uns einfach ins kalte Wasser reinspringen und gucken, was passiert. Es gibt ja viele Gruselabyrinth-Fans im Norden und ja, glücklicherweise kommen die jetzt auch alle und das freut uns sehr. Also wir sind auch, nur weil wir jetzt quasi hier sind für die Show, heißt es nicht, dass wir aus NRW weg sind. Also ich sag mal einfach mal so, wir sind jetzt eigentlich überall. Wir sind überall da, wo man uns braucht und wo wir auch gerne was auf die Beine stellen wollen. Ob und wann wir in NRW irgendwie was Neues machen, da haben wir uns auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber wir freuen uns über jeden, der auf uns zukommt und mit uns Kooperationen machen möchte, wie das hier zum Beispiel.
Und wir sind halt auch für vieles offen, dadurch, dass es einfach, also ich meine, wir haben ja quasi immer noch ein weißes Blatt Papier vor uns und können uns vieles vorstellen. Und ich lasse es weiterhin auf mich zukommen. Thank you.